Hallo und herzlich willkommen zu diesem Baubericht. Ich baue diesmal die Ivoli Black, ein holländisches Mehrzweckschiff. Der Bausatz ist im Maßstab von 1 zu 250 und besteht aus vier Bogen DIN A4 mit 146 Teilen. Er kostet 5,90 Euro. Das Modell ist 28 cm lang und der Schwierigkeitsgrad wird mit einfach angegeben. Ja, dann lege ich gleich mal los. Hier ist mein Werkzeug dazu. Zwei Scheren, Klebstoff und eine Pinzette reichen mir. Der Rumpf ist klassisch aufgebaut, also eine Bodenplatte und ein Spantengerüst und macht das Modell schön stabil. Ich habe es auch schnell fertig, aber es gefällt mir nicht. Viele Zubehörteile, wie zum Beispiel die Ankerwinde und die Poller, sind nur angedeutet. Ich beschließe daher, diese Bauteile von anderen Bausätzen, die ich vorher eingescannt hatte, auszudrucken und einzubauen. Gerade diese kleinen Teile machen so ein Modell lebendig. Dann kommen noch ein paar Ladungsteile dazu und dann ist das Modell auch schon fertig. Alles in allem habe ich ungefähr 4 Wochen oder 60 Stunden dafür gebraucht. Es ist ein schönes kleines Modell geworden, für das sich immer noch irgendwo ein Platz findet. Im Internet findet man einige Filme über den Einsatz der Ivoli Black, die ganz interessant sind und das Schiff in schwerer See und im Einsatz zeigen. Ich selbst habe einmal Windstärke 12 auf der Nordsee miterlebt und das war schon sehr beängstigend. Dieses Schiff ist für vielfältige Aufgaben geeignet, wie Rettungseinsätze auf hoher See, zur Brandbekämpfung oder als Bohrinselversorger. Alles in allem ein schönes Modell, das für Anfänger sehr geeignet ist. Und jetzt kommt die Ivoli Black noch einmal langsam an uns vorbei und dann kommen wir schon an das Ende dieses kleinen Filmes. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.